Jetzt geht's los. Die Dortmunder stoßen an. Sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Brandt. Oh, Marco Reus. Der Schuss. Ein guter Block hier. Dennis Geiger. Fairer Einsatz hier. Haaland. Er zieht vorbei. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper. Ecke kommt von Guerrero. Da ist der Ball erstmal raus. Super Pass. Gut in den Lauf gespielt. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Die Ecke kommt. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Sebastian Rudi. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Ecke in die Mitte. Bei dem Eckball ist er da. Schöner Steilpass. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Noch ist die Chance da. Spielt den Ball. Immer noch gefährlich. Tor Nummer 1 in dieser Partie. Die verdiente Führung. Ja, es läuft für sie, haben die Partie im Griff. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Kramaric. Spielverlagerung auf die andere Seite, aber Ball etwas zu hoch, Einwurf. Manuel Akanji. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Marco Reus. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Das ging schnell. Wieder ein Tor. So kann's gehen. Zweimal nicht konsequent genug und schon kassierst du den Doppelschlag. Dabur. Guter Einsatz. Sie holen sich den Ball. Beim Ballbesitz hat Borussia Dortmund im bisherigen Spielverlauf eindeutige Vorteile. Klasse gehechtet und gehalten. Kein Tor. Die Gefahr ist bereinigt. Jetzt kommt die Ecke. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich.
Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Marco Reus führt aus. Reus. Flanke von Reus. Kopfball neben das Tor war eigentlich kein schlechter Versuch. Akpoguma, Dennis Geiger, Bebu, Rudi, Dabur, Jonas Dabur. Riesenparade, verhindert hier das Gegentor. Was für ein Reflex, es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich eine hundertprozentige. Reus. Die Chance jetzt. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Tolle Leistung bislang in diesem Spiel. Der ist heute richtig gut drauf. Mit dem kommen sie überhaupt nicht zurecht. Wir gehen rein in die zweite Hälfte. Anstoß haben die Hoffenheimer. Kramaric. Sie kommen jetzt über außen. Muss Einwurf geben. Das war eng, aber er hat ihn. Anspiel kommt gut. Kramaric. Platz zum Flanken hier. Er kann sich durchsetzen. Gefährlich. Jetzt Meunier. Julian Brandt. Und jetzt der Schuss. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Jetzt die Ecke. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Wenn er den ein bisschen tiefer ansetzt, dann würde er jetzt über den Treffer jubeln. Guter Versuch, hier den Schuss aus der Distanz zu wagen, aber das Ding geht drüber. Haaland. Und jetzt ein Schuss. Keine schwierige Aufgabe. Der Abschluss war schlicht und ergreifend zu schwach. Rudi. Ballbesitz bei Kramaric. Unaufhaltsam. Kramaric. Da ist der Ball weg. Und es gibt natürlich Einwurf. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Dabur. Schöner Pass.
Viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr. Und die Hoffenheimer setzen jetzt für mehr auf lange Bälle. Jetzt soll es also die langen Bälle in den Strafraum bringen. Also da bin ich wirklich mal gespannt, ob sie damit Erfolg haben. Jetzt kommt hier der Wechsel. Ecke kommt in die Mitte. Gute Aktion, gut geklärt. Hier das Bebu. Ungefährliche Aktion, kein Problem für den Torwart. Dennis Geiger. Dabur. Klasse Aktion, Ball ist weg. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Die Chance für Haaland. Latte, aber der Ball ist noch heiß. Ball geht erst ans Aluminium, dann hat er ihn. Ich glaube, da war auch Glück dabei. Absolut, da wäre das Tor beinahe gefallen. Aber als Torhüter brauchst du dieses Glück. Ach, viel Pech, nur der Alu-Treffer. Eine gute Aktion. Wird aber Chance für Erling Haaland. Drüber, kein Tor bei diesem harten Schuss. Ja, vielleicht sogar zu hart, Wolf. Da wäre etwas mehr Gefühl angesagt gewesen. Beide Teams werden wechseln. Die Nummer 13, Jakob Lindner, Auswechslung bei Borussia Dortmund. Nicht mehr dabei. Die Nummer 13, Rafael. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Nico Schulz. Bebu. Dennis Geiger. Akpoguma. Ball wieder zurück. Super durchgesetzt. Flanke kommt rein. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Ja, sie versuchen es weiter. Nur noch der Torwart vor sich. Der Torhüter macht diese klasse Torgelegenheit zunichte. Unheimlich ruhig, unheimlich konzentriert, stark gemacht. Und so kennen wir ihn. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Macht ihn! Ja, er macht ihn! Kurz vor Schluss treffen sie ja nochmal. Gewonnen war das Ding natürlich vorher schon, aber ich finde es gut, die spielen weiter nach vorne. Ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Schlusspfiff, das war's für heute. Sieger des Spiels ist Borussia Dortmund. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend.